Hey Leute, was geht ab? Heute geht es um ein bisschen ernsteres Thema, ein bisschen tieferes Thema als sonst. Vlogs, funny und so. Und zwar geht es heute um das Alleinerziehendsein in einem jungen Alter. Denn ich bin sehr, sehr jung Mama geworden und das hier sind meine Erfahrungen. Ich werde mich nebenbei schminken. Ich habe hier meine Schminktasche und ich würde sagen, lasst uns einfach direkt anfangen. Ich fange immer mit meinem Serum an, so sieht das aus. Und das klatsche ich mir ins Gesicht, damit wir eine gute Base haben für unser Make-up. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ich einfach so eine kleine Vorgeschichte mache an die Leute, die mich halt noch nicht so gut kennen. Und zwar bin ich mit 18 schwanger geworden und habe meine Tochter mit 19 dann bekommen. Ich erzähle euch auch gleich so ein bisschen meinen Karriereweg. Ich muss erstmal in das Thema jetzt so mental reinkommen. Ich habe vor lange nicht mehr darüber gesprochen, tatsächlich. Aber ja, that's my story. Jetzt habe ich mit 18 meine Prüfungen geschrieben, meine Abschlussprüfungen, und zwar schwanger. Ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt im dritten Monat und habe diese Schwangerschaftsübelkeit einfach gehabt, als ich meine Abschlussprüfung geschrieben habe. Dann hatte ich mein Abiball, glaube ich, im siebten Monat. Also ich war auf jeden Fall pregnant an meinem Abiball. Und danach, nach meinem Abiball, habe ich halt direkt angefangen zu studieren. Und zwar habe ich angefangen, Medien- und Kunstwissenschaften zu studieren. Hatte aber sehr, sehr viel emotionalen Stress, sage ich mal. Ich glaube, das war auch der Grund, warum meine Tochter dann, wo sie geboren ist, ein Schreibaby war. Also passt auf jeden Fall auf euch auf in eurer Schwangerschaft. Versucht nicht so viel Stress zu haben. Versucht Menschen um euch herum zu haben, die euch halt emotional eher stabilisieren können. Und ich war auf jeden Fall hochschwanger in meinem Studium. Das Studium war ganz okay. War nicht das irgendwie, was ich mir vorgestellt habe. Dann war einmal so eine Geschichte, dass ich im Vorlesungssaal dann meine Wehen bekommen habe. Es waren Gott sei Dank nicht die letztendlichen Wehen, sondern Senkwehen. Aber ich bin trotzdem ins Krankenhaus gefahren, weil ich einfach dachte, okay, es geht los. Weil ich war wirklich schon in der 38. Woche oder so. Also es war schon auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich mache jetzt meine Augenbrauen ganz kurz nebenbei, und zwar mit dem Fleeky Brow Fix. Der Moment, wo sie auf der Welt war, war der schönste Moment, den ich jemals erlebt habe. Also ich habe noch nie einen glücklicheren Moment in meinem ganzen Leben gehabt als diesen. Ja, also die Geburt war auf jeden Fall nicht so schlimm wie bei anderen. Ich lag insgesamt 11 Stunden in den Wehen. Naja, aber die Geburtsstory, würde ich sagen, ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Da kann man nochmal richtig tief gehen. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare oder lasst es mich irgendwie wissen auf Insta. Naja, auf jeden Fall war dann meine Tochter da und ich hatte euch ja schon erzählt, dass meine Tochter in den ersten Monaten, also insgesamt in den ersten 7 Monaten, ein Schreibaby war. Und eigentlich wollte ich mit Kind studieren gehen, also kennt ihr diese Tragen, wo man halt so ein Kind reinmachen kann und dann schläft das Kind halt, und ich wollte eigentlich halt weiter studieren. Aber dadurch, dass sie halt ein Schreibaby war, war das halt dementsprechend unmöglich. Die Zeit, nachdem meine Tochter gekommen ist, also die ersten Monate, waren so schwer. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht die stabilste Beziehung. Ich war noch immer mit dem Vater meiner Tochter zusammen. Wir haben uns dann irgendwann getrennt nach ein paar Monaten, aber ich hatte halt extreme Probleme bekommen, nachdem meine Tochter auf die Welt gekommen ist, weil ich einfach diese Postdepression bekommen habe, oder keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall hatte ich wirklich mental es nicht einfach. Wir waren halt sehr, sehr jung. Wie gesagt, ich war 19 Jahre alt. Ich will in keinster Weise irgendwie gegen irgendjemanden schießen. Es ist einfach so, manchmal trennen sich Menschen einfach aus bestimmten Gründen. Es gab viele Gründe damals, meinerseits, aber auch seinerseits, denke ich. Und wir haben uns dann einfach irgendwann dazu entschieden, dass wir separated ways gehen, so. Dann war ich halt auf mich alleine gestellt erstmal. Sie sind in den ersten Monaten jede halbe Stunde wach geworden und wollte Milch trinken, und ich war einfach komplett verzweifelt. Ich war einfach all over the place. Trennung, Kind, Schreibaby, mentale Issues. Und also ich muss sagen, das erste Jahr war, glaube ich, das schwerste Jahr. Bei vielen ist es andersrum. Bei vielen wird es dann schwieriger später. Bei mir war es einfach so, dass es einfach die Umstände einfach nicht zugelassen haben, dass ich irgendwie klarkam. Ich habe zu dem Zeitpunkt
39 Kilo gewogen. Ich habe dann auch eine Therapie gemacht. Ja, die ersten Monate natürlich war ich halt zu Hause. Musste dann aber, weil ich dann halt irgendwann auf mich alleine gestellt war, schon relativ schnell wieder irgendwie arbeiten gehen, wieder irgendwas machen, irgendwie in irgendeiner Form mich weiterbilden. Das wurde auch so mäßig von meinen Eltern natürlich auch erwartet. Viele fragen mich auch immer so, waren deine Eltern damit cool, dass du ein Kind bekommen hast? Und ich muss sagen, dass das überhaupt nicht der Fall war. Ich glaube, meine Eltern haben sich einfach gewünscht, dass ich halt einfach eine normale Karriere mache, sag ich mal. Ich glaube, jedes Elternteil wünscht sich das. Ich war gut in der Schule und ich habe Potenzial gehabt zu studieren. Habe auch letztendlich dreimal angefangen zu studieren. Viele werden es nicht glauben, aber ich habe wirklich, wirklich versucht zu studieren. Aber es ist einfach nicht meant to be for me. So. Es sollte einfach nicht sein. Jedenfalls habe ich dann meine Tochter mit 10 Monaten in die Krippe gebracht und es war auch voll wichtig für sie, weil ich hatte das Gefühl, dass sie halt extrem soziale Kontakte brauchte. So, meine Tochter war schon super, super schnell, super reif. Viele Mütter oder Väter oder generell Eltern vergleichen ihre Kinder mit anderen Kindern, was absolut falsch ist. So, jedes Kind entwickelt sich auf seine eigene Art und Weise, zu seinem eigenen Tempo. Gut fördern ist auf jeden Fall wichtig, aber wie gesagt, die Kinder machen das alles, wenn sie einfach dazu bereit sind. Ab dem Moment, als sie angefangen ist zu laufen, ab 8 Monaten so, hat sie dann auch aufgehört zu schreien. Also dann war sie nicht mehr so ein hypersensibles Kind, sondern sie war einfach dann neugierig, hat die Welt versucht zu erkunden und dann wurde alles ein bisschen einfacher. Ich habe in einer großen Wohnung zu dem Zeitpunkt gewohnt, die 800 Euro, glaube ich, gekostet hat. Und das war einfach... Ich konnte es nicht affordieren mehr. Also es war einfach nicht mehr möglich, dass ich das bezahlen kann. Ich habe dann versucht, irgendwie meine berufliche Laufbahn wieder aufleben zu lassen, nachdem sie halt ein bisschen größer war. Und habe dann versucht, in verschiedensten Richtungen zu arbeiten. Habe ich wieder angefangen zu studieren. Ich habe Gesundheits- und Präventionsmanagement angefangen zu studieren. Habe dann duales Studium angefangen. Dachte mir halt Jackpot so, Geld verdienen und studieren, Eltern stolz machen und... Das war auch keine leichte Entscheidung, weil ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt Hartz IV bekommen und davon konnte ich eben meine Wohnung bezahlen. Dadurch war es halt für mich eigentlich ein Minuspunkt finanziell, dass ich angefangen habe zu studieren. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe finanziell, weil wenn man es letztendlich so ausrechnet, hat es gerade mal so gereicht für Miete und Fixkosten. Ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr wenig Geld gehabt in meinem Leben. Hartz IV war sogar dann noch viel. Viele fragen auch immer so, ja, ey, du warst doch noch so jung und so. Und wie war das denn für dich, so jung irgendwie Mama zu sein? Und hattest du nicht auch mal das Bedürfnis, feiern zu gehen und so? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt meine Tante, die mir so geholfen hat, immer so einmal im Monat oder einmal in 2 Monaten zu ihr bringen. Und dann habe ich halt einfach auch mal gemacht, was man macht so als 19-Jähriger. Das kam aber alles erst so nachdem die Kleine so, ja, schon ein bisschen größer war. Also als sie so ein ganz kleines Baby war, habe ich das nicht gemacht. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war dieses so abends einfach mal rausgehen, so wann ich will. Weil ab 19 Uhr so war einfach Schlafenszeit und dann war einfach auch nicht mehr möglich irgendwie irgendwo hinzugehen so. Aber ich habe das Ganze dann irgendwie für mich selber einfach versucht zu nutzen und habe versucht, meine mentalen Probleme, mein Mental Health irgendwie aufzuarbeiten und mich mit mir selber zu beschäftigen und einfach klar zu kommen so. Ich habe voll viel gelesen, habe richtig viel so Persönlichkeitsentwicklung gemacht und ich glaube, in der Zeit bin ich einfach super dolle auch erwachsen geworden so. Nicht, weil ich ein Kind hatte, also es war auch auf jeden Fall ein Grund, weil ich halt eine große Responsibility hatte. Ich glaube, diese Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung hat mich letztendlich dann einfach reifen lassen und zu der Person gemacht, die ich dann letztendlich war. Ich benutze übrigens die Elf Concealer. Die sehen so aus. Light Beige und Light Peach. Duales Studium angefangen, versucht irgendwie meine Karriere hinzubekommen. War die Kleine, glaube ich, 1 Jahr alt zu dem Zeitpunkt. Dann kam Corona. Ich hatte das Gefühl, dass ich so ein bisschen wieder klar gekommen bin und ein bisschen mich geschafft habe, so aus meinem Loch rauszukommen. So. Und dann kam halt Corona und das war halt wirklich ein richtiger Schlag in die Fresse, weil
mein Arbeitgeber konnte sozusagen mein Studium nicht mehr bezahlen und dann stand ich halt wieder da ohne Studium. Und musste aber trotzdem irgendwie zusehen, wie ich mein Leben in den Griff bekomme und wie ich das Ganze finanzieren kann und wie ich irgendwie klarkam. Und ich hatte trotzdem noch ein Kind und ich hatte eine Wohnung und musste das irgendwie alles wieder bezahlen. Okay, ich muss irgendeinen Weg finden, wie ich Geld verdienen kann, wie ich klarkam und habe dann halt angefangen zu putzen. Hab die Toiletten geschrubbt. Benutze jetzt ein bisschen Make-up und das ist von Fenty Beauty Pro Filter Foundation in der Farbe 240. Dann halt mir irgendwann gedacht, okay, was will ich machen, worauf habe ich Lust? Und ich habe mich ja in der Zeit, wo ich halt immer jeden Abend alleine war sozusagen, aber auch dann in Corona-Zeiten, wo ich halt auch sehr viel alleine war, ich habe echt einfach Scheiße gefressen in der Zeit und habe mich aber trotzdem super dolle mit so Persönlichkeitsentwicklung und sowas auseinandergesetzt, habe ich euch ja erzählt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich werde es jetzt noch einmal versuchen, ich werde jetzt noch einmal anfangen zu studieren und habe dann halt einfach angefangen, mein Traumstudium zu beginnen, und zwar war das Psychologie. Und ja, ich war halt in der Zeit halt Mama, dann Psychologiestudentin, Putzfrau und habe mich irgendwie versucht, noch irgendwie so durch die Jobs irgendwie zu claimen. The struggle was real. Ihr Vater hat zu dem Zeitpunkt auch schon lange nicht mehr hier in Deutschland gewohnt. Er wohnt immer noch so mehr als die Hälfte im Jahr, wohnt er in Amerika. Das ist der Anastasia Beverly Hills Bronze Stick oder so. Peach Caramel Stick Blush. Oh, das Blush? Ich benutze das immer zum Konturieren. Aber ich mische das mit dem Fenty Beauty Stick in Mokka. Mokka und Anastasia Beverly Hills. Die mische ich zusammen, weil ich finde, das hier ist voll der warme Ton und das ist voll der kalte Ton. Und wenn ich die zusammen mische, ist es nice. Aber zurück zum Thema, auf jeden Fall habe ich dann angefangen zu studieren, nebenbei zu arbeiten und Mama zu sein und alles unter einen Hut zu bekommen und noch trotzdem irgendwie versucht, mich selber auch irgendwie am Leben zu halten, weil nur weil du Mutter wirst, heißt es nicht, dass du nur noch Mutter bist, sondern du bist auch immer noch eine Frau. Ich war immer noch Flavia, ich war immer noch jung, ich war immer noch trotzdem neugierig und wollte einfach wissen, was out there in der Welt passiert so. Ich war viel alleine zu Hause und habe dann irgendwann, war auch, glaube ich, in der Corona-Zeit immer noch, bin immer live gegangen. Man hat sich einfach nicht mehr so alleine gefühlt, weil man einfach immer unter Menschen dann war. Zwar nur Social Media, also zwar nur online, aber trotzdem, ich habe meine Tochter schlafen gelegt und ich hatte dann etwas zu tun. Ich hatte dann auf einmal einen Purpose. Ich hatte den Purpose, Leute zu entertainen und Leuten meine Gefühle mitzuteilen und was ich alles erlebt habe und toxische Beziehungen hier und Depression hier und Untergewicht hier. Und habe dann einfach irgendwann angefangen, so mir meine Community aufzubauen mit Real Talks einfach, mit Sachen, die einfach mein Leben so geprägt haben. Und dann haben immer alle gesagt, ja ey, fang jetzt endlich an, so Videos zu posten auf TikTok und mach das jetzt endlich. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, das ist aber voll cringe und so, und soll ich das wirklich machen? Und dann habe ich das tatsächlich gemacht. Dann habe ich irgendwann angefangen, TikTok-Videos zu drehen und habe sie dann gepostet. Und nicht lange hat es gedauert und dann ist es einfach viral gegangen. Also ich habe auf das Video damals irgendwie 28 Millionen Aufrufe und es ist einfach komplett durch die Decke gegangen und ich hatte einfach innerhalb von 5 Tagen oder so einfach 200.000 Follower. Was geht hier ab so? Nebenbei ist man natürlich immer Mutter so. Meine Tochter hat einen ganz, ganz großen Impact auf mich. Immer. Damals und auch heute hat sie einen großen Impact auf mich, weil sie einfach real ist und sie ist eine reale Verantwortung. Man gewöhnt sich an jede Situation. Aber wir sind Teamplayer, so ich spiele ihr den Ball zu, sie spielt mir den Ball zurück. Dadurch, dass ich ein Kind habe, habe ich wirklich die wahren Prioritäten so des Lebens gesehen und erkannt. Und sie zieht mich ganz, ganz oft zurück auf den Boden. Und durch sie, würde ich sagen, habe ich einfach eine gewisse Bodenständigkeit behalten. Ich bin ein realer Mensch. Ich habe reale Werte und reale Prinzipien und Grundsätze mir aufgebaut durch die ganzen Jahre. Sie hat wirklich mein Leben gerettet damals. Also es hört sich jetzt krass an so, aber ich
glaube, wenn sie nicht da gewesen wäre, wäre ich morgens nicht aufgestanden. Aber dadurch, dass sie da war und dass sie mich brauchte und dass ich halt eben die Verantwortung hatte, dieses Pflichtgefühl, dass ich morgens aufstehe, sie zur Krippe bringe, mein Leben in irgendeiner Form in den Griff bekomme, irgendwie Geld verdienen muss, um das Ganze zu finanzieren, um sie zu finanzieren, um Essen im Kühlschrank zu haben, um ihr ein gutes Vorbild zu sein. So, dadurch, dass sie da war, habe ich wirklich mich da durchgeschlagen irgendwie. Ich musste es schaffen. Ich musste es einfach schaffen. Ich muss es immer noch schaffen. Und das ist so der Drive und die Motivation, die ich habe. Einfach, du kannst dich nicht verkriechen einfach. Du kannst dich nicht verkriechen. Dein Kind hat Hunger. Du musst aufstehen, dir was zu essen machen. Das hat mir so, so, so sehr letztendlich geholfen, dass sie einfach immer da war und immer mich brauchte. Achso, ich benutze jetzt gerade den Hoola Bronzer von Benefit. Ja, aber dann habe ich halt auf einmal Follower gehabt und dachte mir so, krass, okay, was mache ich jetzt da draus? Wie kann ich jetzt damit umgehen? So. Und habe dann unnormal durchgezogen, dass ich jeden Tag gepostet habe. Ich habe jeden Tag Content gemacht. Ich habe Stories angefangen zu machen. Ich habe TikToks gemacht und habe mir dann innerhalb von einem Jahr einfach eine riesige Community aufgebaut. Insgesamt sind das einfach so viele Menschen. So nach 3-4 Monaten gesagt, ey, weißt du was, scheiß drauf, alles auf eine Karte. Und das war das größte Risiko, was ich jemals in meinem ganzen Leben eingegangen bin, weil ich hatte keinen festen Job mehr, ich hatte kein Hartz IV mehr. Und die Selbstständigkeit hat mich auch nochmal auf einem ganz anderen Level gebracht. Irgendwann hat das Studieren dann nicht mehr funktioniert, weil es einfach zeitlich nicht mehr geklappt hat, weil wann sollte ich denn studieren? Es war halt einfach nicht möglich so. Ja, und diese Selbstständigkeit, 100% Influencerin sein, ist halt einfach mies hartes Brot, sage ich euch ehrlich. Und über das Thema würde ich gerne meine beste Freundin mit einladen, sozusagen, in mein Video. Meine beste Freundin hat sich jetzt nämlich vor nicht langer Zeit, vor kurzer Zeit erst, selbstständig gemacht und ist jetzt auch Vollzeit-Influencerin. Und ich würde sagen, über dieses Thema können wir auf jeden Fall nochmal so ein ganz eigenes Thema machen, also ein ganz eigenes Video und reden darüber, wie es ist, das zu sein, und es ist hart und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, auf das Thema, weil manche denken, ja, hier ein bisschen schön aussehen und so, aber trust me Leute, das ist nicht der Fall. Mittlerweile ist meine Tochter 4,5 Jahre alt und wir haben so viel zusammen erlebt. Wir haben die Welt erkundet, wir haben in einem anderen Land gelebt und sind viel Risiko eingegangen, beziehungsweise ich bin viel Risiko eingegangen. Was Vor- und Nachteile hat mal wieder, ne? Also es ist nicht so, dass das alles nur schön und Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich benutze jetzt den Blush von Rare Beauty in der Farbe Grace. Unser Leben ist nicht normal. Seitdem ich halt selbstständig bin, ist unser Leben alles andere als normal. Aber letztendlich, so sage ich euch ehrlich, kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ich kann meine Kreativität ausleben. Es ist trotzdem nicht einfach. Auch finanziell ist es nicht einfach. Es ist so unsicher und manchmal denkst du dir, oh mein Gott, wie soll ich diesen Monat überleben? Nächsten Monat läuft es dann halt einfach wieder so überragend und dann läuft es wieder 2 Monate scheiße und dann läuft es wieder gut und das ist einfach die Selbstständigkeit und darüber würde ich dann einfach dann nochmal ganz entspannt nochmal ein anderes Video machen. Ach so, und ich nehme gerade die Cherry X Kaya Palette. Sorry, die ist voll dreckig. Und zwar diese Highlights hier unten und mache das halt in mein Inner Corner rein. Ja, ein klein bisschen Highlight hier. So, jetzt nehme ich die Kaya Palette. Die sind alle voll dreckig, Leute. Ich mache jetzt mit Eyeshadow einfach einen Eyeliner, würde ich sagen. Mit Braun und Schwarz. Ich freue mich einfach auf den Weg, auf den beruflichen Weg. Und ich bin froh, dass ich halt diesen Weg gewählt habe. Mein Tipp an dieser Stelle ist einfach, lasst euch von nichts aufhalten. Alles, was ich dir damit mitgeben will, mit meinem Weg und wie ich das irgendwie beschreite und wie ich das irgendwie mache, ist, lasst dich einfach nicht aufhalten von irgendjemandem. Mach genau das, worauf du Bock hast. Versuch deine Träume zu realisieren mit all der Kraft. Und natürlich ist es ein Hustle und natürlich ist es einfach schwierig. So wie es bei mir ist so. Aber das ist dein Leben, das ist dein Weg und kein anderer kann für dich dieses Leben leben. Ich bin auch von Putzfrau in eine wunderschöne Wohnung gezogen jetzt hier. So, ich habe zwar immer noch keine Küche, weil einfach eine Küche so teuer ist. Ich muss einfach gucken, wie ich das mache. Aber das schaffe ich schon. Genau wie alles andere und das ist alles Mindset. Und du schaffst alles. Alles, was du dir vornimmst, schaffst du. Und wir müssen raus aus diesem Denken, dass wir irgendwas nicht schaffen könnten oder dass irgendwelche Träume nicht realisierbar sind, sondern es ist alles realisierbar. Du musst einfach nur darauf hinarbeiten. So, jetzt fixiere ich das Ganze mit Professional Makeup Setting Spray Super Setter von Benefit.
unsere Aufgabe als Mamas oder als Eltern ist, dass wir unsere Kinder auf das reale Leben vorbereiten. Und meine Tochter sieht einfach das reale Leben so, wie es ist. Das lässt mich einfach hoffen, dass sie einfach prepared ist für die Welt. Das ist meine Lippenkombo zurzeit. Ich bin irgendwie so auf diesen rosa Film gerade. Und Lip Liner benutze ich von Make Up For Ever in der Farbe 608 in Limitless Brown. Und NYX Lip Liner in der Farbe Kakao. Eigentlich sollte sich heute alles darum drehen, wie es ist, Mutter zu sein. Aber ich kann gar nicht so erklären, wie es ist, Mutter zu sein. Man ist einfach Mutter. Man ist einfach verantwortungsvoller. Man muss für zwei Menschen denken. Es ist nicht einfach. Aber was ist schon einfach? Alles, was gut ist, ist nicht einfach. Es gibt so, so viele Sachen, worüber man noch reden könnte und so viele spezifische Fragen, worauf man noch eingehen könnte. Aber ich glaube, an dieser Stelle reicht es einfach erstmal. Es war genügend Informationsüberflutung. Lebt eure Träume, lebt das, was ihr leben wollt. Habt Spaß im Leben und lasst euch nicht aufhalten von schwierigen Umständen. Ich habe niemals die Flavia in mir verloren, nur weil ich Mutter war. Einfach für mich selber auch. Das zu sein, was ich gerne sein will und die Person zu sein, die ich gerne sein will. Ich weiß, dass es alles eine Welle ist und diese Welle geht hoch und runter. Aber entweder springst du auf die Welle drauf, dann gibt es einfach manchmal Downs und manchmal Ups oder du bleibst auf dem Grund stecken. Aber es gibt so, so viel noch, was ich zu erzählen habe und so, so viel, was ich euch mitgeben will. Und deswegen bleibt auf jeden Fall gerne dran an meinen Videos. Ich habe jetzt dieses YouTube-Projekt gestartet, weil ich einfach Bock drauf hatte. Das war ein Herzensding. Danke auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich unglaublich viel. Schaltet auf jeden Fall gerne nächstes Mal wieder ein.